Christoph Anna in Moskau. Wie ist denn dieser Auftritt von Lavrov vor der UN zu bewerten? Ja, momentan hat Russland den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat und hat dann also auch eine Sitzung anberaumt. Und in diesem Gremium hat Sergej Lavrov wieder die russische Lesart bedient, die wir kennen in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Hat wieder angefangen davon zu sprechen, dass die USA als Hegemonialmacht einen großen Teil der Schuld an diesem Konflikt tragen würden, dass also Russland mit anderen Worten nicht der Aggressor sei, sondern eben der Getriebene. Das heißt, Russland verteidige sich nur. All das kennen wir aus vergangenen Statements hoher russischer Beamter. Das hat auch immer wieder der russische Präsident betont und das hat jetzt eben nochmal Lavrov unterstrichen. Ich denke, das wird getan, um auch die Bevölkerung hier in Russland immer wieder zu erreichen mit dieser Botschaft, aber auch die Menschen zu erreichen auf der Welt, die eben gegenüber den USA kritisch eingestellt sind und das Ganze sehr ähnlich sehen wie Russland, nämlich dass die USA eine dominante Macht sind mit Hegemonialbestrebungen und im Prinzip nichts anderes tun den lieben langen Tag, als dem Rest der Welt ihren Willen aufzuzwingen. Genau darum geht es. Und solche Botschaften, die verfangen eben im asiatischen Bereich der Welt, in Latein- und Mittelamerika, genauso auch wie in der arabischen Welt zum Teil. Und das hat Lavrov eben wieder gestern stark bedient. Mehr ist da de facto nicht passiert. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.